Moin Moin und herzlich willkommen. Ich grüße euch alle ganz herzlich. Ich heiße Daniel. Heute möchte ich hier Ghost Recon Breakpoint spielen. Viel Spaß beim Zuschauen. Salutare, vă salut. Mein Name ist Daniel und heute doresc să joc din nou jocul acesta Ghost Recon. Vă doresc tuturor vizionare și audiție plăcută. Was zum... Mats, das ist Jay Skell, CEO von Skelltech. Ja, ich weiß, wer er ist. Wie lange sind wir Nachbarn? Hm? Wären Sie mal nett gewesen, bevor Sie Hilfe brauchten. Oh, ich lag falsch. Ich dachte, Sie und Ihre Freunde wollten Ihre Ruhe. Schön, Sie mal kennenzulernen. Ja. Fox hatte recht. Er hatte nichts mit Sentinels Übernahme von Aurora zu tun. Walker war's. Jetzt sind sie hinter ihm her, weil er die Drohnen ausschalten kann. Ist es eine gute Idee, den Typ herzubringen? Sollen ihn die Wolves kriegen? Besser, als die Wolves hier zu haben. Jace! Oh, Harmony. Alles okay? Geht's dir gut? Mir geht's gut. Wir haben dich vermisst. Bleibst du jetzt bei uns? Harmony, ich weiß nicht, ob das... Mats? Kann er hier bleiben? Sie müssen es ihm erlauben. Ja, schon gut. Okay, okay. Natürlich kann er bleiben. Klasse! Schließen wir deinen Computer an. Mats, danke. Ich werde alles für Sie tun, was ich kann. Das verspreche ich. Wie viele beschissene Computer wollen Sie denn hier aufbauen? Und übrigens, Ihr Vater muss Ihnen etwas zeigen. Wir müssen unseren Kranken helfen, aber dabei selbst gesund bleiben. Haltet euch da draußen an die Hygienevorschriften. Hättest du gedacht, dass wir hier enden? Hättest du gedacht, dass es mal so endet, als Sentinel auftauchte?
Nomad, Sie sind zurück. Ich wünschte, ich könnte mit Ihnen kämpfen. Hättest du gedacht, dass... Hey, Nomad, ich habe hier was Interessantes für dich. Fox, Matt sagt, Sie wollen mir was zeigen. Chase! Oh, Fox, es tut so gut, dich zu sehen. So gut. Danke, dass Sie ihm vertraut haben. Er ist hier, aber ich muss mir noch ein Bild von ihm machen. Schultz sagte, Sie hätten was? Das ist richtig. Einer der Angestellten der Firma hat mir diese Aufnahmen seiner Smart Glasses geschickt. Das hätte nicht so laufen müssen. Ich habe genau den richtigen für hier runter. Immer schön, wenn sich das mittlere Management selbst die Hände schmutzig macht. Oder? Rein in den Truck. Bewegung! Und hört auf mit dem Gejammer! Ich will nicht, dass meine Gäste heulen wie eine Jungfrau beim Abschlussball. Los jetzt! Glotz mich nicht so an, du Hurensohn! Ich bin ein einfacher Mann. Sie versprachen zu kooperieren. Und wie Sie nun sehen, kann ich gebrochene Versprechen nicht ertragen. Mein Gott, das ist Trey Stone. Er ist CEO von Sentinel, der privaten Sicherheitsfirma. Sie haben ihn eingestellt? Nicht dafür. Miles, mein Regierungskontakt, er hat ihn vorgeschlagen. Peter Miles. Das ist der CIA-Mann hinter der Operation Greenstone. Er schickte uns her. Wollte das Arschloch etwa, dass wir versagen? Ich hasse solche Manager. Du warst immer anders, Jace. Wie tief steckt Miles drin? Es gab einen Bombenanschlag auf ein Labor beim Maunga Nui. Der Anschlag brachte mich dazu, tödliche Drohnen herzustellen. Miles übernahm die Finanzierung und wir schufen das Omega Security Programm. Und dann kam Walker als militärischer Berater zu uns. Und als sie es beenden wollten, haben die übernommen. Wir müssen alle Zivilisten von der Insel schaffen. Und ich brauche hier Verstärkung. Ich habe eine Idee, um das möglich zu machen. Ja! So kenne ich dich. Ich fand eine Schwachstelle im Steuerprogramm der Drohnen. Ich arbeite an einem Exploit, einem Virus. Er könnte die Kontrolle über einen Drohnensektor übernehmen. Dann könnte ein Schiff die Insel verlassen. Ja, aber ich brauche Hilfe. Wenn das meinen Truppen erlaubt zu landen, helfe ich gern. Danke, Nomad. Wirklich. Ich richte mir einen Arbeitsplatz ein. Besuchen Sie mich und ich sage Ihnen, was ich brauche. Das fühlt sich toll an. Wie früher, als ich noch nicht dieser Schlappschwanz war. Wissen Sie, was ich meine? Mein Magen war übersäuert und ich wollte den ganzen Tag nur Fischtacos essen. Aber jetzt, ich meine, jetzt fühle ich mich klasse. Wir treten in ein paar Ärsche. Das ist super.
Okay, Sie Superhirn. Erzählen Sie mir von Ihrem Plan. Ich kann eine Schwachstelle im Steuerprogramm der Drohnen ausnutzen, um die zu übernehmen, die einen Sektor der Insel überwachen. Aber dafür brauche ich meine Chefingenieurin. Wir müssen sicherstellen, dass die Hintertür in der Programmierung offen bleibt. Und wir brauchen eine fortschrittliche KI. Daran arbeiten wir gerade. Wie soll ich Ihnen bei dem Drohnenprogramm helfen? Die Hintertür, die Schwachstelle im Programm muss offen bleiben. Trey Stone weiß davon und er weiß, dass ich ein Sicherheitsteam hatte, das daran arbeitet. Das waren die Leute, die er in dem Video in den Truck verladen hat. Also lässt er Sie weiter daran arbeiten. Ich werde Sie befreien. Wo würde er Sie hinbringen? Es gibt ein Techniklabor. Da stehen die Server des Sicherheitsteams. Zerstören Sie sie, damit niemand Ihre Arbeit fortsetzen kann. Gut. Was wissen Sie über diese KI? Um die Kontrolle über einen Sektor der Drohnen zu übernehmen, muss die KI das Steuerprogramm der Drohnen kapern. Die KI ist das Herzstück unseres Campus auf Darkwood Island. Der Campus überblickt den St. Patrick Lake. Wie sieht es mit der Präsenz von Sentinel auf der Insel aus? Übel. Viele Soldaten. Starke Überwachung. Okay. Also wie komme ich an diese KI? Finden Sie Christina Cromwell. Als unsere leitende Computerwissenschaftlerin Grace Maddox sich widersetzte, hat Cromwell die KI-Abteilung übernommen. Maddox ist brillant. Aber Cromwell kennt die KI in- und auswendig. Wenn wir Glück haben, weiß sie, wie wir sie bekommen. Erzählen Sie mir von der Ingenieurin, die Sie brauchen. Paula Madeira, meine Drohnenexpertin. Ohne sie kann ich das Programm nicht schreiben. Sie ist noch auf der Insel, aber sie hat Skelltech verlassen, gleich nachdem Sentinel hier eintraf. Sind Sie hinter ihr her? Ich habe keine Ahnung. Ich kann Ihnen nur sagen, wo sie früher gelebt hat. Ist ein Anfang. Erklären Sie mir, was die Leute auf Aroa festhält, Sie Genie. Der Drohnenkreis. Wir nennen ihn Operation Citadel. Ich glaube, Walker hat sich den Namen ausgedacht. Gibt's keine Schwachpunkte? Der Kreis besteht aus Sektoren, die ineinandergreifen und über eigene Drohnenschwärme verfügen. Diese werden von einem lokalen Relais-Terminal durch eine KI gesteuert. Klingt, als könnte man damit überwachen, aber mein Heli wurde ohne einen Schuss lahmgelegt. Die Schwärme, sie bestehen aus Dutzenden Miniaturdrohnen, die sich völlig synchron bewegen. Künstliche Kampfvögel also? Nein, wir schufen sie, um die Arbeit der Bienen zu übernehmen. Bestäubung. Stone und Walker haben unsere Schwärme militarisiert, um den tödlichen Schildkreis zu ziehen. Wer denkt so? Leute, die nach Macht streben. Skelltech sollte mehr wie seine Kunden denken. Wie gut haben Sie Walker gekannt? Wir brachten gemeinsam Dinge in Ordnung. Er war ein militärischer Berater, der nach den Bomben auf Skelltech an Bord geholt wurde. Wir trauerten noch um die Freunde, die wir verloren hatten. Und dann taucht dieser Held auf. Er war magnetisch, charismatisch, quasi wie ein Filmstar oder so. Ja, der Typ hatte einen Charme wie Frank Sinatra. Nachdem er die Einheit verließ, hat er sich verändert. Darüber hat er nie geredet. Tja, höchste Geheimhaltung. Sagen wir, es war nicht schön.
Fox sagte, Sie wären sein bester Freund. Ja, ich habe nie darüber nachgedacht, aber er ist wohl auch meiner. In Zeiten wie diesen kann man seine Freunde an einer Hand abzählen. Kennen Sie ihn schon lange? Ist er ein Studienfreund oder so? Nein, vor ein paar Jahren stellte ich ihn als Berater an. Er arbeitete am P versus NP-Problem. Das sagt mir absolut gar nichts. Ein mathematisches Problem, eines der größten. Aber Fox war von allem immer so begeistert, dass ich ihm mehr Aufgaben übertrug. Er war in jedes nicht-militärische Projekt von Skelltech involviert. Man hat ihn gerne um sich. Auf jeden Fall. Hey, Superhirn. Ich hatte Sie bisher immer für einen Pazifisten gehalten. Eine Schande, dass Sie anfangen mussten, tödliche Drohnen zu bauen. Ich war wohl naiv. Ich hoffe immer auf das Beste im Menschen. Und dann geht eine Bombe hoch und ich treffe im schlimmsten Moment die falschen Leute. Ich fand ihre Logik überzeugend. Das Prinzip, wenn du Frieden willst, hab einen großen Knüppel dabei. Stone sagte sogar, lässt Gott nicht seine Racheengel die Tore Edens bewachen? Das fühlte sich hier nie richtig an. Wir bauen den Himmel auf Erden, aber wir sind keine Götter. Haben Sie es deswegen geheim gehalten, Projekt Omega? Weil, naja, einige Leute könnten das als PR-Kampagne sehen. Das Image eines Pazifisten behalten und dabei Geld mit Waffen verdienen. PR ist wichtig, aber man trägt ja auch keinen Sicherheitsgurt, weil man vorhat, einen Autounfall zu haben. Man muss vorsichtig sein. Korrekt. Ich muss mehr über Paula Madera wissen. Wie lange kennen Sie sie schon? Jahre. Ich habe sie direkt von der Uni angeworben. Ja, sie hat noch studiert. Gerade einmal 20 und schon so klug. Ich wusste, dass ich mit ihr den Grundstein für Skelltechs fortschrittliches Drohnenprogramm legen konnte. Aber sind Sie Freunde? Lief da noch etwas anderes oder was? Irgendwas fehlt mir hier noch. Ich glaube, sie hat nie gelernt, sich anzupassen, weil ich sie so jung eingestellt habe. Sie hat nicht gern mit Walker gearbeitet und ich hätte anders mit ihr umgehen können. Ich weiß, dass ich mit ihr darüber reden muss. Sie weichen meiner Frage aus. Weil sie mir nahe geht. Paula war etwas Besonderes und eine der ersten, die wirklich ans Projekt glaubte. Und sie hat recht gehabt. Sie hat Walker durchschaut, war immun gegen seinen Charme und ich taub für ihre Warnungen. Passen Sie auf sich auf. Darauf können Sie sich verlassen. Diese Deppen können ihn ein Genie. Hast du dir dein Leben so vorgestellt?
wir zwei Punkte und nehmen wir diese gelbe Punkte. Zwei Soldaten da. Jemand da. Raketenschütze. Jemand. Wieder meine Soldaten. Schütze. Ich muss mehrere Sachen von diesem Gebäude nehmen. Thank you.
Wir sind irgendwo da draußen. Thank you.
Nicht schon wieder! Was ist denn hier los? Verzeihung, tut mir leid. Also, ich bin Wissenschaftler. Seit Stunden analysiere ich schon die Testergebnisse. Wir kommen nicht weiter. Was soll das denn werden? Abstrakte Kunst? Nein, ich vermute aber so langsam, dass uns Skull Security die falsche Farbe geschickt hat. Diese Drohnen verhalten sich fehlerhaft. Sie verirren sich, knallen gegen Wände. Ich habe ein Dutzend in der letzten Stunde verloren. Das ist ungünstig. Was soll die Farbe denn eigentlich machen? Naja, also das schon mal nicht. Es ist Farbe, also soll sie vor allem hübsch aussehen. Und auch als eine Art Auslösesignal für die Drohnen fungieren. Offensichtlich hat da jemand Mist gebaut. Wenn sie so ein Chaos verursacht, sollte ich mir das mal ansehen. Sie sagten, Sie hätten die Lieferung vom Forschungszentrum von Skull Security bekommen? Ja, ich frag mich, ob diese Drohnen immer noch Prototypen sind. Wie geht's? Gehen Sie. Ich suche nach Christina Cromwell. Wissen Sie, wo ich sie finden kann? Das war alles. Danke und bis bald. Dr. Christina Cromwell? Mein Name ist Nomad. Ich bin ein Soldat aus einem der Helikopter, die über Aurora abgestürzt sind. Ich arbeite mit Jay Skell. Das heißt, er lebt? Wow. Ich meine, Ayanna Puris Verlautbarungen sind gruselig. Wie geht es ihm? Nun, wir versuchen, Zivilisten sicher aus Aurora rauszuschaffen. Aber wir brauchen ihre Hilfe. Aber diese Insel. Der Ex-Polizist, der für Sentinel arbeitet, Ian Blake. Er hat die Insel stärker abgesperrt als, naja, die Überwachungsdrohnen, die uns beschützen sollten, die halten uns jetzt gefangen. Es gibt einen großen Unterschied zwischen Überwachung aus Sicherheitsgründen und einer totalitären Rundumüberwachung. Ja, ja, da kann ich nicht widersprechen. Sehen Sie, Jace glaubt, er könnte genug Drohnen ausschalten, dass wir ein paar Leute von Aurora wegbringen und Hilfe holen können. Und er will die KI. Bingo. Das Sicherheitsteam hat vor einigen Monaten eine Systembeurteilung durchgeführt. Wenn Sie den Bericht finden, hätte ich eine Anleitung, wie ich die KI hacken kann. Sind die Schwachstellen nicht längst beseitigt? Nein, nein, das glaube ich nicht. Das ist der modernste Ort der Welt, aber die Mühlen der Bürokratie mahlen so langsam wie überall sonst. Versuchen Sie es in der Archimedes-Halle, dem Datenzentrum. Dort sollten Sie den Bericht finden.
Scheine. Hey, ich will keinen haben. Alle Dokumente mitnehmen. Ah, noch ein Dokument hier, Gebäude.
Information. Hier ist keine. Alles leer. Hier muss es interessante Daten geben. Denk dran, wer was verdient. Opa, drei Personen. Oh, was zum Teufel? Stopp. Wie gesehen, unter dem Wasser. Well. Voll getroffen. Feind gesichtet. Oh, what is this one?
Ah, da. Nichts auszumachen. Es ist einfach zu dunkel. Sagen, sind wir alle erledigt, klar? Die Informationen über das Gebäude und dann Schluss.
Versuchszelle war es nach oben. Versuche, ne? Also. Wie komme ich jetzt da? Hier durch diese Tür. Das ist der Weg nach oben. Das ist die Tür. Das ist meine Information hier bei der Tafel. Ich habe ganz klar was gehört. Ein Königreich für eine Nachtsichtbrille. Bisher haben wir nichts. Ausschwärmen. Überraschung, Arschloch. Du gibst mir jetzt das PC-Passwort und dir werden Schmerzen erspart bleiben. Okay, okay, schon gut. Hier ist mein Passwort. Ich habe alle Informationen bekommen. Mission abgeschlossen. Muss ich jetzt wieder in dein Gebäude? Muss ich mit dir mal reden, ne?
Sieht aus, als wäre ein früherer Hackversuch vom Sicherheitsnetzwerk gestoppt worden. Die Cybersecurity war und ist nicht mein Ding, aber ich meine ja, wir sollten in der Lage sein, das Netzwerk auszuschalten. Heißt das, wir müssen noch mehr Computer hacken? Für mich ja. Für Sie heißt es mehr schießen und Sachen in die Luft jagen. Das ist okay für mich. Okay, theoretisch könnte ich die KI runterladen, wenn sie einen Dongle in das System im Kommunikationszentrum stecken. Aber ich meine, er ist nicht dumm. Blake nutzt unser Sicherheitsnetzwerk. Können wir das Netzwerk abschalten? Es muss ja nur so lange ausbleiben, wie der Upload dauert. Ja, schon. Wenn wir die Gipfelantenne ausschalten, würde das Netzwerk auf Darkwood Island verlangsamt. Das verschafft ihnen Zeit. Ha, aber die Kabel, die sind in dieser Höhle an der Küste. Wenn Sie die kappen, könnte ich die KI runterladen. Warten Sie hier. Ich erledige das. Wow, Sie sind echt selbstbewusst. Wir treffen uns an dem markierten Ort auf Ihrer Karte. Viel Glück. Satz abgeschlossen. Mission abgeschlossen. Neue Mission.
oder die ist im Wasser?